Laut neuesten Erhebungen zur Mediennutzung besitzen 98% der 12- bis 17-Jährigen ein Mobiltelefon, 97% davon ein Smartphone. Die weit verbreitete Handynutzung hat die Folge, dass Jugendliche diese vermehrt abends nutzen. Eine weitere Erhebung zeigt, dass 70% der Jugendlichen ihr Smartphone nachts nicht abstellen. Dadurch kommt es vermehrt zu Schlafstörungen und insgesamt zu einer kürzeren Schlafdauer. Schlafentzug wiederum ist die Ursache für das bei Jugendlichen häufige Auftreten von depressiven Symptomen. Bei diesen Untersuchungen blieben die schädigenden Wirkungen der gepulsten, hochfrequenten elektromagnetischen Mobilfunkstrahlung sogar noch unberücksichtigt. Am 8. Dezember 2016 stimmte der Ständerat der Schweiz gegen die geplante, vom Schweizer Nationalrat bereits bewilligte Modernisierung der Mobilfunknetze. Diese hätte nämlich ermöglicht, die Sendeleistung von Mobilfunkanlagen bis auf das 11-fache zu steigern, wogegen sich ein heftiger Widerstand von Seiten der Schweizer Bevölkerung regte. Wie nun in der Schweiz sollte für alle Politiker die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen als eine der obersten Prioritäten stehen. Weit über dem Interesse der Wirtschaft, die höhere Sendeleistungen und Datenübertragungen einzig für einen größeren Absatz von Smartphones durchsetzen will. Im Jahr 2001 führte der Arzt und Umweltmediziner Dr. Scheiner eine Melatonin-Erhebung bei 25 Bewohnern von Percha in Oberbayern durch, die in einer Entfernung zwischen 200 und 500 Metern von einer neu errichteten Mobilfunkantenne wohnten. Melatonin ist ein wichtiges körperregulierendes Hormon und wird von der Zirbeldrüse im Gehirn hergestellt. Es beeinflusst den Wach- und Schlafrhythmus und erhöht die Schlafeffizienz. Die Messungen nahm er 3 Monate vor und 4 Monate nach Inbetriebnahme der Mobilfunkantenne vor. 80% der untersuchten Gruppe zeigten nach Inbetriebnahme der Antenne eine erhebliche Melatoninreduktion von durchschnittlich 37% auf. Ein verminderter nächtlicher Ausstoß des Schlaf- und Abwehrhormons führt zu Schlafstörungen, Burnout-Syndrom und frühzeitiger Alterung. Die Untersuchung zeigt, dass die beklagten Auswirkungen, die von vielen Menschen, die in der Nähe einer Mobilfunkantenne wohnen, nicht erfunden, sondern messbar sind und mit der verminderten Melatoninausschüttung im Zusammenhang stehen. Auch der kanadische Umweltmediziner Dr. Stephen Genius bestätigte dies mit folgenden Worten. Bis jetzt weiß die meiste Forschung, die von unabhängigen, nicht staatlichen oder nicht mit der Industrie in Verbindung stehenden Forschern durchgeführt wird, auf eines hin. Je häufiger man elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt ist, umso schwerwiegender sind die verschiedenen Auswirkungen. Gestern am 16. Juni 2016 stimmte der Nationalrat des Schweizer Parlaments über 2 Motionen ab. Eine Motion ist in der Schweiz ein parlamentarischer Vorstoß, welcher die Regierung beauftragt, tätig zu werden. Dabei ging es um die rasche Modernisierung der Mobilfunknetze in der Schweiz sowie über die Erleichterung von Baubefehligungsverfahren für Mobilfunkanlagen. Schon im Vorfeld hatten die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz AEFU, der Schweizer Bauernverband, der Hausverein Schweiz sowie der Hauseigentümerverband der Schweiz das Parlament dazu aufgefordert, beide Motionen abzulehnen. Die gestrige Abstimmung fiel nun mit einem Ja-Anteil von 51% bzw. 50% äußerst knapp aus. Für die Modernisierung des Mobilfunknetzes gab es 96 Ja- und 89 Nein-Stimmen. Beim Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen stimmten 94 Nationalräte mit Ja und 90 mit Nein. Der knappe Ausgang der Abstimmung zeigt deutlich, dass warnende Stimmen zu Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung auch bei Politikern zunehmend Gehör finden. Doch mit welcher Begründung setzen sich die verschiedenen Gruppen gegen die Modernisierung des Mobilfunknetzes sowie gegen die Erhöhung des Grenzwertes für Mobilfunkstrahlung in der Schweiz ein? Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz schreiben, es finden sich immer mehr klare Hinweise, dass Mobilfunk ein Gesundheitsrisiko ist. Mobilfunkstrahlung ist seit 2011 von der WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft worden, weil Studien ein erhöhtes Hirntumorrisiko bei intensiver Handynutzung zeigten.
Gerade vor ein paar Tagen melden Verantwortliche eines Forschungsprogramms der amerikanischen Behörden, dass männliche Ratten im Langzeitversuch unter Handystrahlung Tumore am Herzen und im Hirn entwickelten. Studien zeigen nicht nur besorgniserregende Effekte von Handystrahlung auf die Gesundheit, sondern auch im Bereich von Strahlungsintensitäten, wie sie von Mobilfunkanlagen ausgehen, die dauernd 24 Stunden, 365 Tage strahlen. Die Ablehnung des Bauernverbandes gründet auf Untersuchungen, die eine Häufung von Kälberblindheit in der Nähe von Sendeanlagen zeigten. Einer der betroffenen Landwirte ist Hans Sturzenegger. Rund 12 Monate, nachdem auf seinem Scheunendach die Handyantenne in Betrieb genommen wurde, gebar die erste seiner Kühe ein Kalb mit weißen Pupillen. Kurz darauf kam ein drittes und viertes Kalb mit Augenschäden zur Welt. Michael Hessig, Professor für Veterinärmedizin an der Universität Zürich, untersuchte die Tiere des betroffenen Landwirtes. Er wollte mehr erfahren und führte 5 Studien durch über die Auswirkungen von Elektrosmog auf Kühe und Kälber. Sein Fazit war: Wir konnten einen gewissen Einfluss der elektromagnetischen Strahlung nachweisen. Das Blutbild der Kühe veränderte sich durch die Bestrahlung. Bei trächtigen Tieren führte dies bei den Embryos zu vermehrten Schäden in der Augenbildung. Trotz dieser Untersuchungen bleibt die Mobilfunkindustrie bei ihrer Aussage, dass Mobilfunkstrahlung gar nicht gesundheitsschädlich sei. Und das hat seine Gründe. Der Mobilfunk wird heutzutage als ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor angesehen. Für 2016 werden die Mobilfunkumsätze weltweit auf insgesamt rund 1,24 Billionen US-Dollar prognostiziert. Und dies ist auch der Grund, warum die Forschung über die gesundheitlichen Schäden durch Mobilfunk von der Industrie in ihrem Interesse gesteuert und finanziert wird. Eine solche Forschung kann nicht als unabhängig betrachtet werden, denn trotz der Aussagen der Industrie, Mobilfunkstrahlung sei nicht gesundheitsschädlich, verweigert die Versicherungsbranche, wie zum Beispiel die Allianzversicherung und der Rückversicherer Swiss RE, den Mobilfunkunternehmen die Deckung von gesundheitlichen Schäden durch Mobilfunkstrahlung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist an der Zeit, nicht nur Politiker, sondern auch die breite Bevölkerung über die seit langem bekannten Schäden durch Mobilfunkstrahlung zu informieren und sie vor Strahlenschäden zu schützen. In den nächsten Tagen wird es bei Klagemauer TV weitere Beiträge zu diesem Thema geben. Wir schließen mit einem Zitat des Mediziners Professor Dr. Karl Hecht. Er schrieb bereits im Jahr 2009: Wir müssen davon ausgehen, dass der Mensch ein elektromagnetisches Wesen ist und er deshalb durch unnatürliche elektromagnetische Felder gestört werden kann. Die elektromagnetischen Strahlen sind eine stille Gefahr, weil sie nicht lärmen, nicht sichtbar sind, nicht riechen, schmecken oder schmerzen. Ihre Gefährlichkeit wird unterschätzt. Sehr geehrte Damen und Herren, Mobilfunknetzbetreiber und Handyhersteller sind von keiner Versicherung der Welt gegen Ansprüche auf gesundheitliche Schäden versichert, die durch die Nutzung ihrer Produkte entstehen. Dies ist seit Jahren bekannt. Selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits im Jahr 2011 Funkstrahlung in die Liste der krebserregenden Stoffe aufgenommen. Wussten Sie, dass internationale Versicherungskonzerne das Risiko der Mobilfunkstrahlung auf das gleiche Niveau wie radioaktive Strahlung gestellt haben? Wieso dürfen dann Großkonzerne Techniken betreiben, die potenziell ganze Völker schädigen, ohne Schadenersatz leisten zu müssen, während kein Fahrzeug, und sei es nur ein kleiner Anhänger, in den Straßenverkehr gebracht werden darf, für den keine rechtsgültige Versicherung vorliegt? Was hält uns aufgrund dieser Erkenntnis davon ab, auf das Handy zu verzichten, das bereits für viele, wie zum Beispiel auch das Fernsehgucken, zur Sucht geworden ist? In Bezug nämlich auf die Fernsehsucht sagte Herr Jochen Mauch Folgendes: Die Angst, mit dem Fernsehgucken aufzuhören, kommt übrigens vom Fernsehgucken. Da mit dem Verzicht auf Fernsehgucken jedoch das Leben besser wird, würde jeder Mediziner, mit diesen Erkenntnissen konfrontiert, dasselbe sagen wie ich. TV ist ein krankmachendes Suchtmittel. Ich kann nach jahrelanger Fernsehabstinenz bestätigen, dass sich das Verlangen nach dieser Droge mit fortschreitender Abstinenz bis ins Unbedeutende zurückentwickelt. Verhält es sich bei der Handy- und Mobilfunknutzung vielleicht genauso? Es wäre auf jeden Fall ein Test wert. Laden Sie doch bitte so viele Freunde und Bekannte wie möglich ein, bei diesem Test mitzumachen, indem Sie diese Sendung verbreiten.
So kann viel Schaden verhindert werden, vor allem in Angesicht der bereits erwähnten Tatsache, dass Schäden durch Mobilfunkstrahlen nicht versichert sind und keiner dafür die Verantwortung trägt, außer dem Geschädigten. Schalten wir also unsere Handys und Fernseher aus und schauen morgen lieber wieder rein bei Klagemauer TV. Vielen Dank aus dem Studio Koblenz. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.